Hallo Leute, es ist gerade ganz merkwürdig, ich sitze gerade draußen und ich wollte eigentlich in den Hochstuhl, in den ich, also da bin ich früher mal hingefahren, falls ihr die Videos nicht kennt, und habe mich da reingesetzt und habe persönliche Sachen erzählt, aber der ist sehr, sehr wackelig geworden. Meine Beine schlafen jetzt schon ein. Okay, wartet Leute, ich muss mich gerade umsetzen. Apropos, die Leute, die sich jetzt wundern und meinen Podcast hören vielleicht, ich überlege, dieses Video auf YouTube hochzuladen, weil mir das auf YouTube, also es ist für YouTube gedacht. Und deswegen kann es auch sein für alle, die den Podcast gerade hören, dass ihr euch wundert, wenn ich von dem spreche, was um mich rum passiert, weil ihr das nicht sehen könnt. Und ihr werdet auch merken, dass der Ton schlechter ist, weil ich jetzt nicht mein Podcast-Mikro mitgenommen habe. Ich stand heute unter der Dusche und habe über mein Leben nachgedacht. Und auch über das, was ich hier im Internet mache. Jeder Mensch hat ja so ein bestimmtes Bedürfnis, Dinge geheim zu halten. Also jeder Mensch hat ja einfach eine Intimsphäre, eine Privatsphäre. Dinge, die er vielleicht nicht mit anderen Menschen teilen möchte oder vor allen Dingen vielleicht nicht mit der ganzen Welt. Und diese Grenze ist bei mir nie besonders stark gewesen. Ich habe mal so ein Meme gesehen über INFPs, das ist ja mein Persönlichkeitstyp, dass die immer krass ausschlagen zu alles aus ihrem Leben teilen bis ins kleinste Detail und total top secret zu sein. Und ich würde sagen, das beschreibt mich sehr, sehr gut so. Ich habe gar kein Problem damit, meine Schwächen zu zeigen, mit Schwächen zu flirten. Weil Schwächen sind für mich irgendwie keine Schwächen. Also jedenfalls nicht die, das, worüber man eigentlich spricht, wenn man über Schwächen spricht. Das sind für mich einfach nur so Lebensphasen oder Eigenschaften oder ja, keine Schwächen, sondern einfach nur so bestimmte Merkmale eines Menschen. Ich denke über was nach, ich verarbeite etwas und ich mache in meinem Kopf irgendetwas Künstlerisches daraus. Und es muss gar nicht offensichtlich künstlerisch wirken, und sei es einfach nur eine Rede, die ich kreiere. Und das ist einfach Teil für mich, Dinge abzuschließen. Für den einen oder anderen ist es vielleicht zum Therapeuten zu gehen und es da zu erzählen. Für den anderen ist es, auf dem Boden zu liegen, Musik zu hören und zu weinen, was ich auch kenne. Oder mit Freunden darüber zu sprechen. Und für mich ist es, etwas daraus zu machen, es anderen Leuten zu erzählen und ja, irgendwie was mitzugeben, sei es Unterhaltung, sei es ein Denkanstoß, aber vielmehr der Prozess des etwas daraus zu produzieren. Irgendwas. Ein Gedicht, ein Songtext, eine Rede, also ein Monolog, ein Video, ein Bild, ich weiß nicht, wobei bei mir sind es meistens verbale Sachen, ja, ein Text. Naja, und das habe ich lang nicht mehr getan. Ich habe zwar die ganzen letzten Monate so auch Podcasts aufgenommen und also alleine oder mit Sam. Ich habe auch hier Videos gemacht, nicht viele, aber ich habe welche gemacht. Ich war jeden Tag auf Instagram, aber über gewisse Dinge habe ich nicht gesprochen. Einfach weil, nicht weil ich Angst habe, darüber zu sprechen, sondern weil es auf einmal nicht eine Sache in meinem Leben nicht mehr nur mich betrifft. Ja, und es ging nicht darum, dass ich meine Privatsphäre haben will, sondern in diesem Fall ging es einfach um etwas, was auch noch andere Leute betrifft. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, wenn ich über meine Gefühle spreche, dass ich damit die Grenze von anderen Leuten überschreite. Viele von euch haben es sicherlich mitbekommen, weil ich es in manchen Videos angesprochen habe. Also so im Nebensatz, aber letztes Jahr am 14. August ist mein Vater verstorben. Und es ist das einschneidendste Erlebnis in meinem Leben gewesen. Ich bin ein sehr privilegierter Mensch, also nicht nur, weil ich hier lebe und all die anderen Dinge, weswegen man privilegiert ist, sondern auch, weil ich ein sehr, sehr privilegiertes Leben bisher geführt habe. Oder immer noch führe, natürlich. Ich hatte eine wunderschöne Kindheit, ich hatte Eltern, die alles für mich getan haben. Und ich bin, man sagt ja immer, die ersten 8 Jahre des Lebens sind die prägendsten Jahre des Lebens. Da bestimmt sich oft, wie viel Selbstliebe ein Mensch entwickelt und wie hart er später an seinen Schattenseiten zu arbeiten hat. Und in den ersten 8 Jahren meines Lebens ist eigentlich gar keine Scheiße passiert, sage ich immer. Und deswegen bin ich ein Mensch geworden, der zwar auch seine Schwächen hat, also ich habe meine Schwächen,
ich habe meine Schattenseiten und ich habe auch meine Ängste. Aber ich würde sagen, dass ich zu den privilegierten Leuten gehöre, die ein gesundes Selbstbewusstsein haben, einen gesunden Selbstschutz. Da seht ihr den Schatten? Da ist gerade das Windrad. Ich habe immer voll Angst, dass da was abfällt und auf mich drauf fällt. Was ist, wenn das mal kaputt geht und dann fällt es auf mich drauf und dann war's das mit mir? Ich glaube, ich muss mich umsetzen. Ich denke, dass ich eine große Portion Selbstliebe besitze. Vielleicht nicht unbedingt in Bezug auf meinen Körper, aber in Bezug auf meine Seele und mein Ich einfach. Und das ist einfach sehr privilegiert. Ja, und ich habe keine großen Traumata. Ich habe keine Traumata in meinem Leben, keine großen erfahren müssen. Ich hatte zwei tolle Eltern, ich hatte eine intakte Familie, es wurde sich immer um mich gekümmert. Meine Eltern haben immer auf mich aufgepasst, haben dafür gesorgt, dass ich immer sicher und glücklich bin und dass niemand schlecht zu mir ist. Ich wurde nie gemobbt, ich hatte immer Freunde, ich hatte eine schöne Kindheit. Ich bin gern zur Schule gegangen, ich habe gern gelernt. Nicht mal die Schule konnte mich traumatisieren, weil ich Schule geliebt habe und da meine Freunde waren und ich einfach dort gelernt habe, dass ich Bücher lesen so cool finde. Und ja, mein größtes Problem als Kind war, dass ich kein Pony gekriegt habe. Es gab nur eine einzige Sache, vor der ich immer richtig doll Angst hatte. Und das war, dass ich irgendwann meine Eltern verliere. Ich bin Einzelkind. Das bedeutet, ich weiß nicht, ob es Einzelkinder unter euch gibt, aber ich habe mir geschworen, ich habe mir dieses Jahr geschworen, dass ich niemals es meinem Kind antun werde, Einzelkind zu sein. Ich hatte eine wunderschöne Kindheit, aber ich glaube, das ist einfach, und ich beobachte das bei Freunden und auch bei meinem Freund, dass es einem einfach, dass es so ein Segen ist, wenn du dir schwere Zeiten oder Leid mit Geschwistern teilen kannst, Verantwortung teilen kannst. Und wenn du einfach nicht nur Mama und Papa hast und wenn die weg sind, dann ist deine Familie weg, weil du niemanden aus deiner Generation in deiner Kernfamilie hast. Versteht ihr, wie ich das meine? Und ich habe immer gesagt, ich will ein Einzelkind kriegen, weil meine Kindheit so schön war und ich es so cool fand, weil meine Eltern waren als Kinder halt, als ich ein Kind war, halt auch meine besten Freunde. Also wir waren wirklich, wir haben sehr stark zusammengehalten. Ich erinnere mich noch daran, dass als ich nach Berlin gezogen bin das erste Mal, als ich in eine WG gezogen bin, da war ich ungefähr so 23, 24 glaube ich. Da saß ich in der Bahn und habe ein Lied gehört von, ich weiß gar nicht wie der heißt, von dem Typen, der auch den Soundtrack zu One Tree Hill geschrieben hat. Ich habe in der Bahn so doll angefangen zu weinen, weil ich so dankbar war. Weil ich meine Eltern so doll geliebt habe in dem Moment und mein allergrößter Traum war es immer, meinen Eltern ein Haus zu kaufen, nicht weil ich ihnen irgendwas zurückgeben wollte. Apropos, meine Mutter hat immer noch einen Gutschein, als ich pleite war. Da habe ich ihr versprochen, ihr einen Cadillac zu kaufen. So. Oh Gott, es tut mir leid, wenn ihr euch hier die ganze Zeit meinen Schnodder reinziehen müsst. Ja, und mit großer Liebe und großer Abhängigkeit zu Eltern kommt auch große Verlustangst. Und die hatte ich schon sehr früh. Ich war in meiner Kindheit ein Papakind, nicht weil die Beziehung zwischen mir und meinem Papa irgendwie besser war als zwischen mir und meiner Mama. Und also es hat nichts mit der Größe oder Vielfalt an Liebe zu tun oder dass ich mich besser mit meinem Papa verstanden habe. Überhaupt nicht. Das ist total gleichwertig. Ich habe mich nur immer Papakind genannt, weil ich habe das Gefühl, in Familien, wo die Mütter strenger sind, nennen sich die Kinder Papakind. Und in Familien, wo die Väter strenger sind, nennen sich die Kinder Mamakind. Ja, weil man als Kind es einfach cool findet, Dinge zu dürfen und Dinge gekauft zu kriegen und Dinge erlaubt zu kriegen und wenn einer mit einem rumalbert. Für meinen Vater war einfach ein Freigeist, ein Künstler, ein Clown, ein Mensch, mit dem man Spaß haben konnte. Weil er so eine Kombination war aus Spaß und Sensibilität und Grummeligkeit. Zum Schluss sehr viel Grummeligkeit.
Aber ich erinnere mich an meine Kindheit und erinnere mich an einen Mann, der mir immer zugehört hat. Ich erinnere mich an eine Situation, da war ich verliebt, hätte ich damals gesagt. Und ich wusste das auf einer ganz speziellen Abi-Party und ich wollte unbedingt dahin. Und ich sollte aber eigentlich nicht dahin. Ich erinnere mich daran, wie ich mit 14 Jahren bei meinem Vater im Arm gelegen habe und geweint habe und ihm erzählt habe, wie doll ich verliebt bin. Und mein Vater dann derjenige war, der mich dorthin gefahren hat. Oder als ich Geld geklaut hatte. Ja, ich hatte meinen Eltern Geld geklaut. Ich weiß gar nicht, wie viel. 10, 20 Euro. Wir hatten sehr großes Vertrauen innerhalb der Familie. Deswegen war das ein krasser Vertrauensbruch. Und ich habe mich so geschämt und bin dann weggelaufen. Und mein Vater war dann der mir hinterhergefahren ist, weil sein Herz einfach so weich war. Also, er war einfach so ein... Er hat mich so doll geliebt. Ja, er hat wirklich alles für mich gemacht und alles für uns gemacht. Und er hat seine Dämonen. Das wüsste jeder, der ihn kennt. Aber er war ein richtig, richtig guter Mann. Und war der lustigste Mensch, den ich kenne. Und ich würde sagen, dass ich ihm sehr viel zu verdanken habe, weil ich wäre nicht mit Kevin zusammen, wenn mein Vater mich nicht großgezogen hätte. Weil mein Vater, ich wollte meinen Vater mal heiraten früher, aber ich glaube, es gibt viele Mädchen, die ihre Väter heiraten wollen, wenn sie klein sind. Ich glaube, dass mein Vater mir beigebracht hat, wie wertvoll es ist, einen guten Mann zu haben, der ein weiches Herz hat und der weinen kann. Und ich habe im Gegensatz zu vielen anderen Frauen überhaupt gar kein Problem mit Männern. Und ich habe das Glück, dass ich gute, nette Männer attraktiv finde. Und ich glaube, das ist einfach zu 100%, weil ich das zu Hause gelernt habe, dass ein guter Mann liebenswert ist. Dass es keine Spielchen gibt. Und mein Papa hat sehr, sehr ungesund gelebt. Mein Papa hat viel geraucht. Mein Papa hat viel getrunken, mein Papa hat sehr viel Sahne und Butter gegessen. Mein Vater war sehr, sehr bekannt dafür, dass unser ganzes Eisfach voller Butter war. Also ich denke, mit meinen veganen Gerichten kann ich bis ans Ende des Lebens vielleicht die Butter wieder gut machen, die mein Vater gekauft hat. Alle Menschen sind immer voll gern zu uns nach Hause gekommen, weil mein Vater immer so gut gekocht hat. Dadurch, dass meine Eltern Musiker waren, haben sie auch nur freitags, samstags und sonntags nachts gearbeitet. Und die Woche über war mein Papa dann zu Hause und hat halt ganz, ganz viel gekocht. Also er hat Braten, ganz viel, also so diese Sonntagsgerichte, die viele Leute nur am Sonntag oder vielleicht nur an Weihnachten oder Ostern oder zum Geburtstag hatten. Also diese typischen altdeutschen Gerichte, sag ich jetzt mal, Rouladen, Gulasch, Braten, alles, was ich zum Schluss nicht mehr mitgegessen habe, was ihm, glaube ich, sehr, sehr schwer gefallen ist, weil er auf jeden Fall Liebe durch Essen ausdrückt. Der hat sich auch nichts sagen lassen. Mein Vater hat sich, kennt ihr diese Ansteckteile? Also wenn man sich im kennt ihr die? Natürlich kennt ihr die. Was ist das für eine Frage? Wenn man sich im Auto anschnallt, dann ist da ja dieser Stecker, den man in dieses Ding reinsteckt, damit es Klick macht und man angeschnallt ist. Und mein Vater hat es, Ich traue mich das gar nicht zu sagen, weil das heutzutage einfach so unverantwortlich ist. Aber ich war meine gesamte Kindheit nicht angeschnallt, weil mein Vater sich eingeengt hat wegen dem Gesetz, dass man sich anschnallen muss. Und deswegen wollte er das seinem Kind auch nicht antun, sich anschnallen zu müssen. Und deswegen war ich einfach meine gesamte Kindheit nicht angeschnallt im Auto. Irgendwann ging es dann ja los, dass die Autos gepiept haben, wenn man sich nicht angeschnallt hat. Weil es ja wichtig ist, sich anzuschnallen, weil es sonst gefährlich ist. Das soll einen ja schützen. Und mein Vater hat sich dann aber einfach dieses Ding, was man da reinmacht, bestellt und hat nur das da reingemacht. Versteht ihr? Er hatte ein zweites Klickding und hat es da reingemacht, weil er es nicht eingesehen hat, sich anzuschnallen. Also mein Vater hatte Rückenschmerzen und Schluckbeschwerden und ich bin mit ihm ins Krankenhaus gefahren, weil wir uns große Sorgen gemacht haben, dass irgendwas nicht stimmt. Und zwei Tage später wurde dann bei meinem Vater Speiseröhrenkrebs diagnostiziert. Uns wurde dann relativ schnell mitgeteilt, dass es nur palliativ zu behandeln ist. Dass es ist richtig so gewesen, wie es passiert ist. Es ist grausam gewesen, es ist schnell gewesen, es ist schneller gewesen, als Menschen hinterherkommen können. Aber mein Vater ist kein Mensch gewesen, der
Mein Vater ist einfach kein Mensch für Pflege gewesen. Mein Vater ist kein Mensch, der Interesse daran gehabt hätte, irgendwo rumzuliegen und sich nicht ausdrücken zu können. Seit das passiert ist, haben mir sehr, sehr viele Menschen geschrieben, die auch trauern, die einen Rat von mir wollen. Und wenn ich eine Sache, ich konnte einfach nicht darüber sprechen, weil wenn ich eine Sache gelernt habe, und das kann ich in meinem nahen Umfeld beobachten, ist, jeder trauert anders. Und es kommt einfach darauf an, welche Beziehung hast du zu einem Menschen, wie viel Zeit hat dieser Mensch in deinem Alltag ausgemacht. Es macht einen riesengroßen Unterschied, ob dieser Mensch jeden Tag mit dir in deiner Wohnung gelebt hat oder ob dieser Mensch jemand ist, mit dem du einmal die Woche telefonierst. Liebst du deswegen denjenigen weniger? Nein, aber die Art, wie du trauerst, hängt einfach stark daran, weil es damit zu tun hat, wie viel in deinem Leben sich aufgrund dessen verändert. Es kommt darauf an, wie viel Resilienz du hast, je nachdem, wie deine psychische Verfassung bereits vor diesem tragischen Verlust gewesen ist, wie viel Selbstreflexion du hast, wie viel du dich mit dir selbst auseinandergesetzt hast, wie viel Wunden du schon vorher hattest. Es hängt damit zusammen, wie, ob du offene Rechnungen mit jemandem hast. Hast du offene Rechnungen, hast du unausgesprochene Dinge, Probleme? Und ich hatte das Glück, dass ich hatte eine Zeit lang Probleme mit meinem Vater, die sehr, sehr schmerzhaft für mich waren, aber all diese Dinge waren abgeschlossen und geklärt. Mehr oder weniger zu dem Zeitpunkt, als es passiert ist, und es war gut. Und ich bin dankbar dafür, dass ich nicht jetzt damit kämpfen muss, dass ich etwas nicht gesagt oder getan habe. Natürlich gibt es Dinge, die ich nicht gesagt oder getan habe, aber es sind alles Dinge, mit denen ich gut leben kann und die ich ihm einfach jetzt sage, weil ich weiß nicht wieso, ich habe mich dafür entschieden zu glauben, dass er das hört. Und wenn er das nicht hört, ist es auch fein, dann ist es ihm einfach wurscht. Weil wichtig ist mir gerade nur, dass es ihm gut geht, egal ob und wo er irgendwo ist. Ich muss trotzdem sagen, dass ich dachte, dass es schlimmer wird. Und das ist etwas, ich glaube, das ist vielleicht sogar die wichtigste Sache, die ich euch sagen kann in diesem Video. Ich glaube, die Tatsache, also neben all den Privilegien und all den Voraussetzungen, die mir gegeben wurden, um schwierige Krisen in meinem Leben zu überleben und den Charaktermerkmalen, die mir gegeben wurden, um in gewissen Situationen eher so oder so zu reagieren oder handeln oder fühlen, habe ich mich so viel mit mir selbst und mit einer gesunden Psyche und einer Resistenz gegen äußere Einflüsse auseinandergesetzt. Da kommt gerade ein Auto und der denkt jetzt, dass ich total einen an der Pfanne habe. Der ist bestimmt gekommen, um hier irgendwas zu klauen. Und jetzt fährt er wieder weg, weil ich hier bin und er eine Zeugin hätte. Du weißt es ganz genau. Ich habe mich so viel mit dem Thema Tod auseinandergesetzt in Zusammenhang mit meiner Auseinandersetzung mit dem Buddhismus und dem Hinduismus, weil ich weiß nicht, durch meine Reisen hatte ich irgendwie ganz, ganz großes Interesse an anderen Kulturen und Religionen und habe Bücher dazu gelesen, habe geguckt, was ich da rausziehen kann. Besonders weil zum Beispiel Yoga ja auch aus Indien kam, habe ich mich mit indischer Philosophie und so ein bisschen auseinandergesetzt. Und Kevin hat mir da auch sehr, sehr viel erzählt, weil Kevin ist ja sehr, sehr religiös groß geworden und hat er auf jeden Fall immer ein großes Interesse gehabt, sich mit verschiedenen Weltreligionen auseinanderzusetzen. Und diese ganze Auseinandersetzung mit mit vielen philosophischen Ansätzen und Religionen und kulturellen Ansichten hat mir die Angst vorm Tod genommen, hat mir einen Glauben gegeben, der mir nicht anerzogen wurde. Ich habe definitiv keinen christlichen Glauben, so überhaupt gar nicht. Aber ich habe sehr, sehr viel daraus gelernt und gezogen und habe meinen eigenen Glauben einfach entwickelt. Also ich würde sagen, dieser Glaube ist nicht unbedingt mal religiös, sondern einfach eine Mischung aus spirituellem Glauben und Wissenschaft, eine Vermutung. Nennen wir es einfach, ich habe nicht, Glauben klingt so religiös. Sagen wir einfach, ich habe eine neue Vermutung entwickelt und diese Vermutung hat mir einfach die Angst genommen und mir ein sehr natürliches Bild vom Tod gegeben. Und das ist etwas, was mir im letzten Dreivierteljahr auf jeden Fall sehr, sehr doll geholfen hat. Und ich konnte auf jeden Fall beobachten, dass ich eine resistentere Ansicht habe als viele Menschen. Dass ich sehr große Vorteile habe in diesem Trauerprozess. Und ich habe jetzt einen Elternteil verloren. Und das ist sehr traurig und das ist sehr schmerzhaft.
aber ich möchte gerne loslassen. Ich werde mein ganzes Leben lang wahrscheinlich mit meinem Vater zwischendurch sprechen und werde ihm Dinge erzählen und manchmal erinnern mich Dinge an ihn und dann muss ich weinen, aber eher im Moment auf so eine schöne Art und Weise, weil ich mich an die schönen Dinge erinnere. Es gibt Menschen in meinem Umfeld, die leider nicht so viel Glück haben, die sich leider an die tragischen und schlimmen Dinge zum Schluss mehr erinnern. Mein Gehirn macht etwas sehr Schönes und lässt mich traurig, aber dankbar an die Vergangenheit zurückerinnern, an sehr, sehr schöne Momente. Und ich möchte aber in die Zukunft sehen. Und ich habe das Gefühl, ich kann erst in die Zukunft sehen, wenn ich hier darüber gesprochen habe. Das klingt total bescheuert irgendwie, weil es nur so ein scheiß YouTube-Kanal ist, aber ihr kennt vielleicht nicht alle Seiten von mir, aber ihr kennt definitiv meine Essenz. Und wenn diese Essenz einfach nicht aktuell ist, dann kann ich nicht weitermachen. Ja. Komisch, ne? Ich bin auch gestört. Ja. So. Ich glaube, das ist das längste Video, das ich jemals hochladen werde, oder? Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und ich möchte allen Menschen, die in Trauer sind, sagen, es wird besser. Trauert, gebt euch die Zeit zu trauern, aber versucht, in die Zukunft zu blicken. Weil das ist bewiesenermaßen an Studien wahrhaftig in Studien beobachtet worden. Umso weiter der Mensch mit den Gedanken in sein zukünftiges Leben ist, desto psychisch gesunder ist er in der Trauer, auf dem Trauerweg. Ich kann leicht reden, ich bin Zukunftsmensch schon immer gewesen, aber das wollte ich euch nur mitgeben. Und es ist April. April ist der Monat der Veränderung im Außen, der Lebensveränderung, sei es nur, dass ihr umzieht, euer Zimmer umstellt, umdekoriert, eure Wand streicht oder einfach nur eine schöne Sache plant, die ihr vielleicht nach der ganzen scheiß Corona-Zeiten macht, keine Ahnung, eine Reise nach Irland oder sonst irgendwas. Ja, es ist die Zeit der Veränderung und deswegen nutzt diese Energie, um zu sagen, ich will leben, weil ich lebe noch. Und ich habe noch viele Jahre vor mir und die möchte ich glücklich verbringen und dankbar. Und nicht das ganze Werk von meinem Vater kaputt machen, der mich zu einem glücklichen Menschen erzogen hat. So, jetzt laber ich nur noch Scheiße. Ich danke euch fürs Zuschauen. Macht euch einen schönen April und lasst euch nicht hängen wegen dieser Corona-Scheiße. Alles wird besser. Ja, ihr seid süß und ihr seid klein. Macht's gut.